Ja, Beethoven war ein manischer Komponist. Und Beethoven war nie der grandioseste Melodiker, er war auch nie der grandiose, harmonisch, machte auch nichts wirklich Neues, als Mozart schon im Don Giovanni gemacht hat. Aber wie manisch er diese Parameter der Musik verbindet, um eine Idee zu transportieren. Das ist die erste Musik, die versucht, menschheitsübergreifende Ideale und Ideen zu transportieren. Und da ist Fidelio wirklich ein Fanal. Ich versuche zu zeigen die Gleichzeitigkeit von Gefangenschaft und Banalität des Alltags und gehe der Frage nach, also wie das überhaupt funktionieren kann und gehe der Frage nach, wie sich die persönlichen Beziehungen der Protagonisten des Stückes unter dieser Belastung verändern. Marceline, Giacchino, alle wissen, dass sie in einem Gefängnis arbeiten. Sie wissen auch, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber der Mensch lebt so sein Leben. Das kennen wir doch auch von uns. Also wir schlagen die Zeitung auf oder hören die Nachrichten und erfahren von großen Ungerechtigkeiten in der Welt und wir gehen trotzdem zum Bäcker und kaufen uns eine Brezel. Natürlich, weil es seine erste Oper war. Und das vergisst man oft. Man muss also Fidelio nicht vergleichen. Darf man ihn nicht vergleichen mit einem Stück wie Othello oder Tristan. Eigentlich müsste man Fidelio vergleichen mit Oberto von Verdi, Guntram von Strauss und die Feen von Wagner. Und da steht Fidelio in der Qualität haushoch über diesen anderen Erstlingen von Komponisten. Menschheitsideal, nämlich die Errettung vor Tyrannei, kann man da gar nicht dran vorbei, wenn man das dirigiert. Ich meine, da stehen ungeheure Sätze drin. Ihn töten heißt ihn retten. Der Dolch wird ihn befreien. Oder dem Staate liegt daran, den bösen Untertanen schnell aus dem Weg zu räumen. Na klar, also wer Opposition ist, ist ein Terrorist. Der ist ein Staatsfeind. Aktueller gibt es ja kaum.